was wollte ich euch noch erzählen? Ich wollte es mir noch vorhin aufschreiben, hätte es mal gemacht. Da kommt noch einer. Was sind das für Drecksviecher? Muss jetzt mal kurbeln hier. Ran ans Ding. Drehen, 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 drehen und abhauen. Nicht an. Verdammt. Der eine ist mir ziemlich nah. Sehr gut. Haben wir gekriegt. Und kurbeln wieder. Ran hier. Ran hier. Ran, 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 ran. Ran, ran, ran. Und weiter. Das müssen wir es eigentlich bis zu Ende kriegen. Sonst wird es hier eng. Und ich dann, nicht dann. Bist du vegetarisch oder vegan? Ich bin weder vegetarisch noch vegan. Ich bin Fleischfresser. Habe ich mich bisher noch nicht getraut. Bin ja kein großes Vorbild. Mein innerer Schweinehund ist zu groß. Das ist meine Gewohnheit. Ich hab da schlecht. Er hat da Probleme, mich umzugewöhnen. Ich habe halt mein Zeugs im Kühlschrank, was da mal. Habe halt meine Wurst und so weiter, was ich immer essen will. Und dann, das schmeckt mir halt dann. Und dann bin ich zu voll, mich umzugewöhnen. Ich bin Teilzeit-Veganer, wenn es das überhaupt gibt. Das gibt's bestimmt. Bei so viel Scheiße, wie es momentan gibt, gibt's alles. Frutaria gibt es ja dann auch noch. Sind noch nur von Früchten ernähren. Das finde ich dann wieder. Nichts gegen Veganer, nichts gegen Vegetarier. Soll jeder machen, wie er will, aber Frutaria ist dann auch ein bisschen bescheuert. Ich glaube, die essen ja nur, die essen nur. Nur Obst, also nur Früchte. Und Früchte, die der Baum und der Strauch selbst freiwillig abgegeben hat. Also nur was schon auf dem Boden liegt. Also nichts. Keine frischen Früchte, sondern die schon auf dem Boden liegen. Ja, es ist ein bisschen. Das kann man auch ein bisschen, also, da sage ich doch ehrlich. Veganer verstehe ich ja mittlerweile. Früher hatte ich da auch so meine Vorurteile. Aber komm, Frutaria. Man kann es auch übertreiben. Die denken halt, dass es den Pflanzen auch schlecht geht, dass die auch Gefühle haben und dass man auch da mal gucken muss. Dass man pflanzliche Sachen nur isst, wenn sie. Von irgendwas muss man sich ja ernähren, deshalb. Deshalb dürfen sie nur Sachen, die schon auf dem Boden liegen, die der Baum freiwillig gegeben hat. Das ist. Ja. Vegetarier könnte ich mir vorstellen und umständen, wenn ich mir irgendwann mal. Wenn ich irgendwann mal. Die Faulheit abgelegt habe. Und mal aus meinem Gewöhnungstrotz mal rauskomme. Ich sehe es ja selbst, dass ich, also es ist, bin einfach zu faul dazu, mich umzugewöhnen. Bin ich einfach, da hänge ich zu sehr an meiner Wurst. Ich hätte es zu gerne essen. Ich weiß schon, dass das scheiße ist, aber ich bin halt dann. Ich weiß. Ist eigentlich. Ist nicht toll, aber. Ist halt. Es ist halt. Nicht jeder hat die Stärke dazu. Ist meine Schwäche. Oh, dass das dann wieder zurückgeht. Das ist hier. Es dreht sich auch wieder zurück. Während ich hier. Gegen die kämpfe. Na komm! Jetzt mal hier.
Dreh es zu Ende und dann durch hier. Licht an. Reif weiter hier. Okay, wir sind, glaube ich, in Sicherheit. Oh mein Gott. Okay, hier spammt. Hier erzählt wieder jemand Blödsinn oder was ist los nur? Hier sind wieder schon gelöschte Nachrichten. Habe ich hier gerade nicht gesehen, was los ist. Musik. Was ist passiert? Ich war gerade beschäftigt. ja. Kommandant Lars, the fuck. Das kannst du, das kann ja kommen. Irgendwer erzählt hier wieder, irgendjemand macht hier wieder Blödsinn. Vase zerstören. So, was machen wir jetzt hier? Irgendein Araber ist das. Irgendwer. Nur du hast die Nachrichten noch gelöscht. Was ist hier los? Hat jemand auf Arabisch versucht, mich zu beleidigen oder was? Ich würde dir zuerst empfehlen, wie ich das gemacht habe, einzelne vegetarische Fleischprodukte zu essen. Dann kann man gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Habe ich tatsächlich sogar schon mal gemacht. Ich habe einmal vegetarische Buletten habe ich mal gegessen. Das kam mir gleich oben wieder raus. das bin ich da. Da habe ich irgendwie falsche Firma oder so etwas. Hat nach gar nichts geschmeckt. Ja, muss ja nicht sein, dass jedes alles so schmeckt, aber. Oh. Statue. Ach, das ist ja die brauchen wir ja. Und wo gehen wir jetzt damit hin? Wieder zurück. Jetzt haben wir die Statue gefunden. Kommen wir jetzt hier weiter. Okay. Sind wir hier in dem Raum eingefangen? Bin ein Fleischfresser und werde es auch immer bleiben. Ist eigentlich auch das. Ich auch gut so. Sonst hätte Gott uns zu kühlen gemacht. Aha. Ja. Ist schon gut vegetarisch. Schon gut vegetarisch zu sein. Ist schon. Sehe ich ja ein, ist ja richtig so. Ist ja der richtige Weg. Ich weiß auch, dass man sich umgewöhnen sollte und dass ich da vielleicht ein bisschen was an mir ändern sollte. Wie gesagt, da fehlt mir. Ich bin dummer, gewöhnungsbedürftiger Mensch. Also ich brauche meine Gewöhnung dafür und. Ich brauche mein Fleisch. Verstehe, dass das scheiße ist, aber. Dazu liebe ich meinen Bratwurst zu sehr. Und da irgendwie. Um vegetarisch zu werden. Was machen wir denn? Ich muss auch Klavier spielen. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Wir haben die Statue. Vielleicht kann man die Laternen dort, die sieht gut aus. Jo. Ganz richtig. Habe ich richtig geraten. Okay.
Ach, hier drüben sind wir jetzt. Jetzt haben wir die Statue hier rübergebracht. Bitte nicht nochmal diese Drecksviecher. Okay, hier war ein Speicherpunkt. Das ist gut. Hier haben wir, glaube ich, auch die letzte Statue. Das ist die letzte Statue. Wir sind Sockel. Sehr gut. Jetzt öffnet sich die Tür. Jetzt können wir endlich mal weiter hier. In den Spiegelraum. Der Spiegelsaal. Oha. Sneaky. Ah, nee, konnten wir uns durch vorbei sneaken. Ich hab doch. Ich war noch sneaky. Was passiert? Ich werde durch die nächste Tür. Ich bin weiterhin Schleicher. Tür schließt sich hinter uns. Nicht gut. Was müssen wir hier tun? Speicherpunkt. Sieht nach großem Finale aus. Warte, Zwergi, guck gleich mal in den Chat, was ich kann. Aha. Nur schreibt in fremden Buchstaben. Arabisch oder so. Okay, da ist die Madame. Ich hockend hier durch. Hier den Gang lang, würde ich sagen. Versuchen wir es mal. Oh, weil. Na, das sieht doch hier sehr final aus. Erstmal selber timeouten. Was steht denn da? Kannst du es mal sagen? Da stehen arabische Buchstaben, wie es ausschaut. Für mich sieht das hier arabisch aus. Du zerstörst hier die Idylle. Okay. Nicht die Idylle, die Atmosphäre, meinte ich. Was passiert hier? Was müssen wir hier machen? Ein Spiegel. Das ist vielleicht keine verkehrte Idee. Können wir den mal hochheben? Können wir den hochheben? Können wir nicht. Ist zerbrochen. Okay, jetzt sind wir hier. Dem kleinen Raum. Da geht es nicht mehr weiter. Okay, die Spiegel können wir wirklich nicht mitnehmen. Oder was? Ach du Scheiße. Hier rechts lang. Rechts ist ja erstmal nicht verkehrt. So funktionieren Videospiele. Von rechts nach links. Von links nach rechts. Hier werden wir jetzt getötet oder was? Die Madame.